Ein beunruhigender Notruf erreicht Jule Polanski und Christian Reuter. Ein Mann hat auf der Straße offenbar eine Schwangere angegriffen. Am Tatort finden die Beamten allerdings keine Spur von dem Opfer. Guten Tag. Die Polizei, haben Sie uns angerufen? Nein, ich war das leider nicht, aber gut, dass Sie kommen. Und zwar steht das Auto von meinem Vater offen. Ja. Der ist aber nicht hier aufzufinden. Ich habe jetzt schon überall geschaut, aber ich finde ihn nicht. Hier ist noch ein Telefon, das ist total untypisch. Der Schlüssel steckt, die Tür ist auf. Waren Sie mit Ihrem Vater hier verabredet, oder? Ja, ich komme gerade von der Arbeit, ich bin ein bisschen spät dran. Mein Chef musste noch ein Gespräch mit mir führen. Sie hatten es aber nicht angerufen. Sie hatten es nicht angerufen. Nein, haben Sie denn hier sonst noch irgendjemanden in der Straße gesehen, wo es vielleicht irgendwelche Probleme gibt, dass die Polizei... Gar nicht. Ist Ihr Vater denn jetzt krank oder braucht er jetzt dringend Hilfe? Oder? Ich weiß es nicht. Okay. Ich hatte ihm geschrieben. Nee, Sie wissen doch, ob Ihr Vater krank ist. Nein, der ist nicht krank. Nee. Nein. Alles klar. Gut. Weil wir sind eigentlich für einen anderen Einsatz hier. Okay. Da müssen wir jetzt erstmal hin. Das ist ein bisschen wichtiger. Ja. Wenn da was sein sollte, dann würden wir nochmal zu Ihnen zurückkommen. Oder wenn irgendwas Schlimmes ist, dann sprechen Sie es an oder rufen Sie nochmal die 110, ja? Ja. Zu diesem Zeitpunkt können die Beamten noch nicht wissen, dass die beiden Fälle miteinander in Verbindung stehen. Wenige Augenblicke später taucht endlich die Melderin auf. Hallo, ich habe Sie gerufen. Hier war eben ein Riesenstreit und das ist, glaube ich, ein bisschen eskaliert und dann bin ich weggerannt. Hallo, schönen guten Tag, erstmal Polanski. Wie ist Ihr Name? Sabrina. Sabrina. Ja, und dann bin ich weggerannt, weil da kam dann noch so ein anderer und dann hatte ich Angst und dann bin ich weggerannt. Ja, Sie sagten, da wurde eine schwangere Frau geschubst, ja, oder? Ja, die ist richtig auf den Boden gefallen und alles. Ja. War das, haben Sie irgendwie festgestellt, war das ein Paar oder was war das? Ich weiß es nicht, ein Mann und ja, der hat dann Sie halt... Können ruhig, Sie brauchen keine Angst vor uns haben. Sie können ruhig ein bisschen zu uns kommen und Sie können auch lauter reden, sonst ist das ganz schwierig, Sie zu verstehen. Also Sie waren hier und haben hier einen Streit gesehen zwischen einem Mann und einer Frau. Ja. Und die Frau war schwanger. Ja. Und dann hat er die geschubst und dann ist sie am Boden gefallen. Genau. So, und wo sind die jetzt? Ich weiß nicht, also ich habe das gefilmt, weil ich dachte schon... Also Sie haben das gefilmt? Können Sie das vielleicht mal zeigen? Kommen Sie noch mal gerade ein bisschen ins Schatten. Da sich die Auseinandersetzung am Auto des vermissten Mannes ereignet hat, wollen die Beamten die Tochter befragen. Vielleicht kann sie etwas zur Identität der Streitenden sagen. Sie waren die Frau? Hermanns, Helena. Frau Hermanns. Hermanns? Gucken Sie mal ganz kurz. Sie haben hier so eine Situation, die junge Frau aufgezeichnet. Das ist doch hier an das ihr. Das ist mein Vater. Und die junge Frau? Das weiß ich nicht, wer das ist, aber das ist mein Vater. Und gucken wir mal, jetzt der schubst die weg. Was macht der da? Das, so ist der nicht. So, nein, so ist der nicht. Okay. Der ist ein ganz Lieber. Jetzt wollte ich mal gerne kurz von Ihnen wissen, Sie wollten sich mit Ihrem Vater hier treffen. Hat Ihr Vater hier selber einen Termin, dass Sie jetzt Nein, hier wir haben uns Punkt jetzt lange nicht gesehen, weil ich so viel am Arbeiten war. Und dann hatte er mich jetzt gestern angerufen. Ja. Und natürlich habe ich mich gefreut. Dann wollten wir hier vorne einen Kaffee trinken gehen und mal spazieren gehen. Aber die Frau auf dem Video haben Sie noch nie gesehen. Nein, aber das ist das Auto von Ihrem Vater? Das ist das Auto von meinem Vater. Und das ist auch Ihr Vater? Das ist auch mein Vater, ja. Was ist mit Ihrer Mutter? Kann es vielleicht sein, dass Ihr Vater eine neue Freundin hat? Mein Vater hatte vor ein paar Monaten eine Affäre. Okay. Aber der hat die uns kennen das Sie ganz, nicht? Nein, er hat uns das auch ganz schnell gebeichtet und dann waren wir jetzt eigentlich auf dem Weg, ihm wieder zu vertrauen. Okay. Kennzeichen von dem Auto, irgendwas, gar nichts? Ich war einfach nur, aber der schläft da. Ich weiß nicht. War das laut? War das alles sehr laut? Ne? Ja. Wir kommen gleich noch mal zu Ihnen, Frau Hermanns. Die Beamten bezweifeln zwar, dass der schlafende Obdachlose etwas von dem Streit mitbekommen hat. Dennoch kann jedes Detail entscheidend sein, um den Fall aufzuklären. Hallo, die Polizei ist da. Ich gehe mal davon aus, Sie liegen schon mal länger hier, ne? Ach, Wachtmeister. Ja. Sie liegen schon mal länger hier. Ja, ich liege schon mal länger hier. Ihr sollt eben hier einen Streit gegeben haben. Haben Sie zufällig davon was mitbekommen? War. Eine junge Frau und eine Schwangere? Ja, war eine schwangere Frau und so ein Kerl. Haben Sie mitgekriegt, was? So ein bisschen. Okay. Ich habe die Nacht nicht gut gepennt. Ich auch nicht. Aber was haben Sie denn mitgekriegt? Ja. Wo sind die denn jetzt alle hin? Da ist so ein Wagen weggefahren. Ja. Da sind die alle rein, oder was? Da sind die alle komplett rein. Und ich weiß auch noch die Autonummer, das Kennzeichen. Und zwar, ja, da habe ich mit meiner Moment, Schwester. Moment, der Kollege macht sich gerade mal schreibbereit. Da habe ich mit meiner Schwester immer gespielt. Kennzeichen merken. Deswegen weiß ich das noch so gut. Und zwar ist das. Haben Sie? Ich habe noch eine freie Seite gefunden, ja. Und zwar ist das K. Ja. IE. IE? IE. I. Aber nur einmal IE.
E? Also Ida Emil, ja? Ja. Mhm. Wie meine Initialen. Bevor sich die Beamten wieder an die junge Frau wenden, die ihren Vater vermisst, überprüft Jule Polanski das Kennzeichen bei der Leitstelle. Die Polizeikommissarin erfährt, das Fahrzeug, mit dem die schwangere Frau verschleppt wurde, ist auf ein Bordell zugelassen. Auf die Kokettbar, okay. Ist ja quasi um die Ecke, weil wir haben jetzt ja hier eigentlich Meldung gehabt, dass eine Schwangere verletzt wurde. Wo wir hier eingetroffen sind, war nur noch die Melderin vor Ort. Und Zeugenaussagen zufolge ist diese junge Dame mit einem schwarzen Mercedes hier weggefahren. Kennzeichen passt aber auf den Mercedes aus. Ja, dann fahren wir an die Kokettbar. Gut. Können Sie mir vielleicht den Mann beschreiben, der Sie da so angebrüllt hat, dass Sie aufhören sollen zu filmen? Ja, der hatte so eine Glatze, aber obendrauf noch Haare und sah ziemlich, weiß nicht, viele Tattoos. Okay. Ich weiß nicht, ich habe den halt nur kurz gesehen und bin dann gerannt, weil der mir so nahe kam. Ja, okay, gut. Gut, wenn wir noch was brauchen von Ihnen, dann melden wir uns. Und ja, dann fahren wir mal da vorne hin. Ne? Ja. Fahren wir mal in die Bar. Vielleicht mitfahren? Nee, leider nicht. Nee, bei uns mitfahren dürfen Sie nicht. Das ist, geht gar nicht. Wir sind ja kein Taxiunternehmen. Und auch da bitte ich Sie nicht mit hinzukommen, weil polizeiliche Maßnahmen, wir wissen nicht, was uns da jetzt erwartet, okay? Das Bordell ist in Polizeikreisen einschlägig bekannt. Als Jule Polanski und Christian Reuter eintreffen, finden sie vor der Tür des Etablissements das Auto und einen Mann, auf den die Beschreibung der Zeugin passt. Hallo. Die Polizei ist da. Hallo, schönen guten Tag. Das Auto gehört zu euch, ne? Zu eurem Laden. Ja, das ist richtig. Genau, wir müssten mal den sprechen, der damit gerade gefahren ist, der damit gerade gekommen ist. Kann ich dir nie helfen. Bin ich den ganzen Tag hier. Ich weiß nicht, wer damit sind nicht den ganzen Tag hier? Nö. Nee. Da muss ja irgendeiner da sein, der dann, wer fährt das Auto denn für gewöhnlich? Ist das ein Firmenwagen, denke ich mal? Der gehört hier zur Firma. Hauptsächlich bin ich damit unterwegs. Okay. Aber der ist den ganzen Tag nicht bewegt worden. Aber der ist so warm. Also was weiß ich, von der Sonne oder was? Ah, ist ein bisschen schwierig hier. Bisschen sehr warm für Sonne. Wer hat denn den Schlüssel? Wo ist denn der Schlüssel für das Auto? Den habe ich. Dann zeigen Sie mir den mal bitte. Da sind Sie also heute mitgefahren. Sie sind mit dem Auto, kein anderer. Ich bin heute den ganzen Tag nicht damit gefahren. Hast du nicht gehört? Damit gefahren? Nein. Sind wir schon per Du oder was? Wieso? Sind nach Hause gekommen oder nicht? Habe ich Sie geduzt? Weiß ich doch nicht. Während die Beamten im Auto eine herrenlose Uhr finden, nutzt der Türsteher die Chance und verschwindet. Doch so leicht lassen sich Jule Polanski und Christian Reuter nicht abschütteln. Hallo, ich bin auch wieder weg. Wir kommen jetzt einfach mal rein, ne? Hallo, schönen guten Tag. Was ist los? Wollen Sie nicht mit uns sprechen? Hallo. Hallo. Wer sind Sie denn? Ich bin Kathi Wolters. Und Sie arbeiten hier, oder was? Ja, ich arbeite nicht mit meinem Bruder hier. Okay. Der junge Herr, der hier gerade reingelaufen ist mit dem Irokesen, wo ist denn der hin? Den habe ich nicht gesehen. Hier lief keiner. Ihr Türsteher von draußen. Also hier war eben keiner. Hier war keiner. Sie müssen, der ist ja gerade rein und dann zwei Sekunden später kommen Sie raus und gehen dann wieder, wenn Sie uns sehen. Ich habe ihn aber wirklich nicht gesehen. Also ich habe keine Ahnung. Ich sitze hier und mach gar nichts. Wir suchen den Fahrer von diesem Mercedes, der draußen steht. Also Sie sind nicht hier beschäftigt? Nein. Sie sind nur hier, weil Sie Ihren Bruder besuchen? Ja. Was macht Ihr Bruder hier? Der ist draußen, der steht draußen. Ach, der war dann mit dem Irokesenschild. Ja. Wo ist der denn jetzt hin? Das habe ich nicht gesehen, das weiß ich nicht. Das ist Ihr Bruder? Ja. Ist das nicht diese Bluse da, die auf dem Video? Ja. Darf ich mal Ihre Tasche? Na, schwanger sieht sie jetzt nicht aus. Die Dame, ich schau mal kurz rein. Einmal für Personalfeststellung, ja? Sind Sie den ganzen Tag, wie lange sind Sie denn schon hier? Seit heute Morgen. Seit heute Morgen? Ja. Und seitdem war auch Ihr Bruder da? Ja. Der ist nirgendwo hingegangen. Ganz seltsam. Und Sie waren die ganze Zeit hier, sind Sie sicher? Ja, ganze Zeit. Wo haben Sie denn Ihren Ausweis? Da. Dankeschön. Also die Bluse ist genau die gleiche. Ich muss jetzt mal ganz kurz fragen, weil man das so ein bisschen, weil ich hätte jetzt erst gedacht, Sie würden hier arbeiten. Ist das eine Perücke, die Sie tragen? Manchmal. Ja? Was haben Sie denn für eine Naturhaarfarbe, würde ich gerne mal wissen. Wieso wollen Sie das wissen? Es geht darum, also passen Sie auf, wir wurden angerufen von einer jungen Frau, die hat einen Angriff auf eine Schwangere bemerkt. Ja, sieht die schwanger aus? Also lassen Sie mich doch mal ausreden, wie sie geschubst wurde. Wir haben sogar eine Videoaufnahme davon. In dieser Videoaufnahme kann man eine Frau erkennen, die genau diese pinkfarbene Bluse anhat, die Sie jetzt gerade tragen. Die Frau war allerdings blond
Und deswegen würde ich gerne mal wissen, was Sie für eine Naturhaarfarbe haben. Ob Sie vielleicht diese Person sind, die da geschubst wurde. Nee, also ich bin auch nicht geschubst worden. Ich war die ganze Zeit war ich hier. Okay. Ja. Würden Sie die Perücke denn mal abnehmen? Das hat sie aus dem, von dem Video. Ja. Damit steht fest, bei der Dame handelt es sich um die Frau aus dem Video. Bevor die Beamten etwas zum Verbleib des fehlenden Babybauchs erfahren, sind laute Geräusche zu hören. Hallo? Hallo, Polizei? Hallo? Da ist er ja. Sie waren so schnell weg. Ich habe noch Ihren Aufschlüssel. Was ist denn hier? Aber sofort. Was ist die Polizei? Weg von dem Mann. Ich habe Polizei gehabt. Hallo. Hallo. Stundenlang liege ich schon hier. Vorsichtig, vorsichtig. Wofür? Warum? Gleich in Hand am Rücken. Ja, gleich. Nachdem Jule Polanski den Herrn befreit hat, klärt sie ihn über die bisherigen Erkenntnisse auf. Der Verdacht liegt nahe, dass der Mann Opfer einer ganz miesen Betrugsmasche wurde. Wir haben jetzt natürlich den Verdacht, dass die Frau Wolters dort unten diese junge Dame war. Ja, ganz genau, das ist die Frau Wolters, das ist meine Geliebte gewesen. Ja. Und die hat mich auf dem Parkplatz gestellt oder am Auto gestellt und hat mir da eins erzählt, sie wäre schwanger und so. Das kann gar nicht sein. Wir haben zwar ungeschützten Sex gehabt, aber ich bin seit 5 Jahren sterilisiert. Dann hatte sie einen Babybauch und wollte 20.000 Euro haben, mich erpressen. Und dann habe ich sie so weggeschubst, um gehen zu können. Und dabei ist sie gefallen. Okay. Und wie ging es dann weiter? Dann ja, plötzlich wurde ich von hinten gepackt. Der hat Kräfte wie ein Bär. Erzähl doch nicht so eine Scheiße. Und hat mich in ein Auto reingetan. Und plötzlich war ich schon gefesselt. Und dann bin ich dann hier hingebracht worden von den beiden. Mit einem schwarzen Mercedes. Wissen Sie ja, das noch? Ja. Ja, es war ein schwarzer Mercedes, ein großer Mercedes. Und ja, und dann haben sie gesagt, sie würden also wiederkommen, wenn ich die 20.000 Euro nicht hätte. Dann würde man mich also quälen und beziehungsweise jedes Bart einzeln ausreißen und so weiter. Ist das auch das ist meine Uhr? Ja, die fehlt mir. Die gebe ich Ihnen schon mal wieder. Die haben wir unten nämlich im Mercedes. Also Sie haben die Forderung hier auch wiederholt noch? Ja, mehrfach. Und unter Gewaltandrohung. Also wenn ich nicht bezahle. Brauchen Sie einen Arzt? Wenn ich die Gewaltandrohung, dann ist Feierabend. Ja, das sehen Sie ja. Das ist ja auch eine Kante, der Typ. Das ist ja was anderes. Aber für Sie ist jetzt erstmal Feierabend, weil Sie sind vorläufig festgenommen. Unklar ist noch, ob die Ex-Geliebte es nur auf das Geld des Familienvaters abgesehen hatte oder ob hinter der Erpressung noch ein anderes Motiv steckt. Wir haben den Herrn Hermanns gerade oben in dem Zimmer gefunden, gefesselt, der ist oben. Geknebelt. Da lagen Peitschen daneben, was ja zu dem Etablissement normalerweise gar nicht gehört, soweit ich da informiert bin. Ja. Wir haben ein Video gesehen. Wie Sie den Herrn Hermanns verbal angehen, wie er Sie wegschubst und Sie sind ganz eindeutig auf diesem Video schwanger. Du sagst gar nichts. Gib mir mal ein Funkgerät, ich hole einen zweiten Streifenwagen ran, dann kann er schon mal raus, dann stört er hier auch nicht. Du sagst gar nichts. Frau Wolters, wo das ist der Bauch? Soll ich jetzt anfangen hier zu suchen, weil wer kann er ja nicht sein, oder? Er ist nicht hier, wo ist er denn? Der Dreckskerle hat's doch nicht anders verdient. Du hast es nicht gesagt, du bist ein Dreckskerl. Du hast mir alles versprochen. Du wolltest mit mir eine Familie gründen. Wir haben uns geliebt. Wir haben uns geliebt. Du hast mein ganzes Leben zerstört. Mann, Kathi. Nichts, Mann, Kathi. Ich habe ein normales Leben geführt. Und ich bin mal einen Abend ausgegangen, weil ich mal was erleben wollte. Einen Abend? Das war mehr als einmal. Dann habe ich dich kennengelernt. Du hast den Flugplatz freigegeben und ich bin gelandet. Das war für 6, 7 Wochen. Und das ist jetzt für dich ein Grund, mich einfach wegzuschmeißen wie Müll? Ich habe doch einfach nur Schluss gemacht. Ich hab's meiner Familie gebeichtet. Er hat eine Familie, er braucht dich nicht. Und ja, ihr werdet eine tolle Familie, wenn er mich braucht, oder was? Ja, mein so, Gott, ich habe aus dem Video einen Ausbruch gemacht. So, also ich habe das jetzt so verstanden, dass die Frau Wolters die Ex-Geliebte vom Herrn Hermanns ist. Ja, genau. Und das war jetzt sozusagen eine Racheaktion, was sie hier gemacht haben. Ja, ich muss doch wenigstens etwas daraus schlagen. Er hat mein ganzes Leben zerstört. Genau, dann kannst du ihr mal die Festnahme aussprechen. Sie fährt auch mit, sie fährt mit uns. Frau Wolters, Sie sind vorläufig festgenommen. Ja, Sie brauchen jetzt zu der ganzen Sache hier gar nichts mehr sagen. Sie kommen einmal doch nicht anders verdient. Sie kommen einmal mit uns zur Wache. Ja? Müssen wir Handschellen anlegen oder geht das so? Das geht so. Und Sie würde ich bitten, auch uns hinterher zu fahren. Ja, da wollen die Kollegen von der Kripo, die möchten dann mal die ganze Sache mal aufgedröselt haben. Da werden sie als Geschädigter vernommen. Mhm. Und deswegen könnten Sie dann hinter uns herfahren gleich, ja? Ja, mache ich. Alles klar. Der Zuhälter muss sich wegen Freiheitsberaubung und Körperverletzung verantworten. Der Ex-Geliebten droht ein Verfahren wegen versuchter Erpressung.